Hast du mal geschlachtet? Nein. Ich habe mal geschlachtet. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Um Leben und Tod. Was denn? Ein Huhn. Oh. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ein Huhn. Achso, ja, aber machen Sie nichts draus, ne? Ja, genau. Ein Huhn. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Und wir haben das dann gezeigt bei der darauf folgenden Wetten-Das-Sendung. Ein Huhn. Wir haben jemanden in der Leitung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja? Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Ja. Ein Huhn. Das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Das hat aber seine Ordnung. Erst an dem Abend lüften, ist aber dann schon aufgedeckt worden von der Zeitung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Ein Huhn. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ganz einfache Lösung. Ein Huhn. Es gibt keine private Regelung. Punkt. Ein Huhn. Sprach- und Sehstörungen. Den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja, und dann ist auch alles in Ordnung. Ein Huhn. Sexuelle Orientierung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn.